Morgens ziemlich in der Frühe, sagen wir so ab 6, entsteht schon ein kleiner Suchtdruck nach diesem Ersatzstoff. Das heißt, bei diesem Medikament, da ist man nicht irgendwie benommen. 35 Jahre lang hat Michael Brandt Heroin genommen. Seit kurzem bekommt er täglich Ersatzstoff bei der Substitutionsambulanz unter ärztlicher Aufsicht. Hi Dennis. Ich bin froh, dass es sowas gibt für uns alle. Ich rede nicht nur von mir, ich rede für alle Suchtkranke in Stuttgart. Wir haben es nicht so einfach in der Gesellschaft. Ja. Hi. Oh, hallo. Hi Michael, wie geht's dir? Gut. Und dir? Die nette Arzthelferin. So, wie nett, das finde ich gut. Ja. 10 Minuten muss er die Medikamente im Mund behalten, damit sie wirken. Michael Brandt hat viel mitgemacht. Scheidung der Eltern, Gewalt durch den Vater, Obdachlosigkeit, Drogen, Alkohol, das waren für ihn Problemlöser. Jetzt arbeitet er bei der Caritas, 3 Stunden täglich, kleinere Aufgaben, Botengänge. Der Umgang mit den Mitarbeitern tut ihm gut. Micha kommt normal einmal die Woche und schaut nach dem Rechten. Und ja, das ist ganz schön, dass wir die Unterstützung haben. Ja. Genau. Und hier gibt es dann noch der kontrollierte Konsum, gell, diese Gruppe. Genau. Ja, von der Caritas ist wieder so Hilfestellung für die Suchtkranken. Es funktioniert, bei mir hat es funktioniert. Ich kann jetzt damit umgehen, wenn ich sage, ich trinke 3 Bier und morgen trinke ich nichts. Übermorgen wieder 1 Bier, aber das gar nichts, das könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Und dann geht er Spritzen von anderen sammeln, sein härtester Job für die Caritas. Ja, hier wird halt ab und zu konsumiert und dann wäre die Spritze einfach entsorgt. Ein 30 Spritzen findet er täglich. So, da haben wir eine ohne Deckel. Das ist gefährlich, so. Seine Spezialhandschuhe stichfest. Ständig begegnet er der Droge, von der er abhängig ist. Ich versuche das einfach nicht an mich drankommen zu lassen. Es ist schwer, fast unglaublich. Aber wenn man will, wenn man was erreichen will, kann man es erreichen. Einer der härtesten Gegner ist die Einsamkeit. Drogen sollten dagegen helfen, aber sie machten noch einsamer, sagt er. Ein Teufelskreis. Wenn ich jetzt nach vorne gucke, Glück, Gesundheit, respektiert zu werden, das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Was mir sehr wichtig ist, ist der erste Arbeitsmarkt. Ich denke positiv jetzt darüber nach. Und vielleicht sieht man sich in 2 Jahren wieder und alle meine Wünsche haben sich erfüllt.